Herzlich willkommen zu einem neuen Video und ja, was geht ab momentan, Leute? Was bekommen wir gerade für neue News rein? Was bekommen wir eigentlich jetzt zu Battlefield 5? Ihr seht es schon im Hintergrund, Leute. Heute ist Donnerstag bei mir. Ihr seht das Video erst am Freitag, so gegen Freitag. Ihr seht es wahrscheinlich erst am Freitag, aber bei mir ist auf jeden Fall Donnerstag. Ich nehme das jetzt gerade Donnerstagabend auf. Und ja, Leute, wir haben die Patch-News, die Update-News bekommen. Zum 5.2 Update. Es sind nicht alle News da drin. Ich habe jetzt so durchgeguckt, mal grob. Da ist nur der größtenteils sind da die, nur die News drin von also durchgemischt. Aber im Großteil und Großen und Ganzen und das Wichtigste halt, was da drin steht, ist halt diese große Änderung der Waffen. Der allgemeinen Waffenschaden. Schadensbalance. Also im Prinzip werden mit diesem Update eigentlich komplett alle Waffen, die wir, wie wir sie momentan kennen, so über den Haufen geworfen. Nicht komplett, aber sie werden größtenteils über den Haufen geworfen. Man hat dann so, sage ich mal, ein eintönigeres Gameplay von dem Verbrauch her, von den Waffen. Ja, das erstmal dazu. Kommen wir jetzt aber erstmal zu Battlefront 2, beziehungsweise allgemein Star Wars. Und ja, Leute, ich will mal kurz anmerken, dass halt ein neuer Trailer rausgekommen ist. Ihr habt wahrscheinlich schon gesehen. Und zwar ein neuer Star Wars Trailer mit ja einem, finde ich, geilen Zusammenschnitt wieder mal. Und zwar sehen wir dort einen neuen Rayskin, einen neuen, ja, also nicht neuen, sondern einen, wir kennen ihn schon, Kylo. Und dann sehen wir natürlich auch noch ein bisschen so den Todesstern. Ja, den alten Todesstern sehen wir auch noch. Also, es ist wirklich ein geiler Trailer. Und ja, da ist ziemlich viel vom Film wieder mit drin, so reingeschnitten, reingecuttet, so Filmgame, also Filmplay. Ne? Also, ja, der war auf jeden Fall übel geil, interessant, der Trailer. Gönnt ihn euch auf jeden Fall. Ja, nur kurz darauf würde ich eingehen. Und zwar, ich schätze mal sehr stark, dass ein neuer Battlefront 2 Skin für Rey kommen wird. Vielleicht wahrscheinlich auch, also für Kylo definitiv. Kylo, die Maske, Leute. Kylo, Maske. Definitiv wird kommen. Neuer Masken-Skin für Kylo. Also, ja, bin ich vollkommen zuversichtlich, dass da was kommen wird an neuen Skins. Und da dürfen wir nicht vergessen, vielleicht wechselt Rey oder Kylo mal das Outfit kurz im Film. Wissen wir ja noch nicht. Aber es kann gut sein und es wäre auch richtig nice, wenn wir da ein paar mehr Skins als nur so einen jetzt für beide bekommen. Das wäre auf jeden Fall nice. Das stimmt ihr mir auch zu. Auf jeden Fall, Leute, kommen wir jetzt zu Battlefield 5. Und zwar, ja. Erstmal Battlefield 5, Leute, Black Friday Sammlung. Und zwar ich, oh mein Gott, bin so abgegangen, als ich das gesehen habe, Leute. Und jetzt gönnt euch. Ja, das ist noch nicht. Und zwar, passt auf, jetzt gleich, sobald wasserdicht vorbei ist. Wasserdicht, pass auf. Hier, weißer Tiger, Mann, ich... Oh, ihr merkt schon, Alter, ich bin so hyped. Und zwar genau deswegen. Wartet ab. Ich muss kurz gucken. Ich sehe es gerade jetzt auch nur über den Aufnahmebildschirm. Und zwar, Leute, da ist er. Winterkrieg. Ein deutscher Skin, Leute. Winterkrieg. Und da brauche ich nichts mehr sagen. Das ist einfach, oh mein Gott. Wir haben einfach jetzt, wo das Pazifik DLC gerade angebrochen ist, wo wir eine Map noch aussteht haben, nächsten Monat, haben wir einfach jetzt schon die Bestätigung, dass die russische Front in Battlefield 5 ankommen wird und das nächstes Jahr, weil wir hier eindeutig den Winterkriegsskin für Deutschland haben, für einen weiblichen Soldaten, schätze ich mal. Auf jeden Fall, wir haben hier einfach einen neuen Skin in diesem Black Friday Angebot. Also es ist eigentlich ein Angebot für 1900 Battlefield Coins. Könnt ihr euch den 1900, wie ihr es ja seht, den Preis, könnt ihr euch diesen Skin und die ganzen anderen Skins gönnen. Und wenn man sich das hier alles mal anguckt, das ist alles schon, sind alles Skins, die
zu der russischen Front zählen, zu diesem neuen DLC, was dann bald kommen wird, wahrscheinlich. Weil wenn sie jetzt schon durch so einen Skin, also durch wirklich so ein, an, durch so eine Kleidung, das so fett teasern und dann auch noch Winterkrieg dahinter schreiben. Leute, zu 1000% wird Battlefield 5 die russische Front bekommen. Und da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, das muss auch kommen, weil das einfach die größte Front ist, neben der Pazifikfront war. Also, ja, da muss irgendwas kommen in der Hinsicht. Aber ich will nur kurz anmerken, ich hoffe und ich wünsche es mir auch, yay, macht nicht den Fehler mit DICE zusammen, dass einfach Pazifik, also den Pazifik nach diesen drei Maps jetzt liegen lassen. Das sollten sie nicht machen, das schadet denen nämlich nur. Da blieb ich Pazifik eines der beliebtesten. DLCs allgemein ist ja, ja, ist erst eigentlich das erste große DLC so für Battlefield 5. Also ist kein DLC an sich, aber es sind halt drei Maps und die kann man als volles DLC schon werten im Battlefield-Universum, sage ich mal so. Also ja, was soll ich noch sagen, außer Battlefield 5 einfach schon jetzt bestätigt bekommen. Eine neue Front, ey. Was geht ab? Was geht ab, Leute? Aber auf jeden Fall, Leute, wir kommen jetzt noch zu den News. Und zwar, Leute, ja, wurde nämlich ziemlich viel rumgeschraubt. Und zwar hat EA sich gedacht, yo, wir verlieren so viele neue Spieler, wir verlieren auch ältere Spieler schon manchmal ab und zu. Ich bin einer der älteren Spieler, der sagt sich so, yo, ich mache jetzt einen Break, jetzt, ich habe das für 2 Wochen gespielt, jetzt spiele ich das für 5 Wochen nicht mehr, weil das Game einfach nicht mehr bockt. Ja, ich sehe jetzt viele Schwitzer wieder drin, jetzt so viele ekelhafte Spieler drin. Und es macht einfach keinen Bock, weil es alles unbalanced wirklich ist. Man merkt's, die Waffen sind so unterschiedlich balanciert. Da spielt jemand mit der Lewis-Gun und da kommst du mit deiner MP her. Digga, die Lewis-Gun, die macht dich mal 3 Sekunden weg, ne? Und du ballerst da 5 Sekunden auf ihn. Das ist unbalanced, ja? Das ist nicht hinnehmbar, sage ich mal so. Und ja, sie haben sich jetzt zur Aufgabe gemacht, EA mal die Community-Beiträge durchzuschauen. Und ja, ist ganz lustig, was rausgesprungen ist, nämlich ganz viel Shit, sag ich mal. Es ist wirklich nicht so viel Schönes und Prickelndes da rausgesprungen, weil die Community hat auch einen riesen Shitstorm dagegen wieder gestartet, wie man es halt kennt, weil EA lernt es auch nicht, dass man auch mal das Thema ruhen lassen muss. Aber naja, auf jeden Fall, Leute, die Waffen wurden allgemein, ja, ein bisschen, sag ich mal, eigentlich alle verschlechtert. Alle verschlechtert, bis auf die MGs und so. So Standardwaffen, die ziemlich schlecht waren bis jetzt. Ja, die wurden sogar herangehoben nochmal. Also im Prinzip die schlechten Waffen, die wir alle kennen, irgendwie die Battlefield spielen schon seit längerem. Die wissen, jo, das sind die schlechten Waffen, die darf man nicht spielen. Das sind die guten Waffen, die sollte man spielen. Also, ja, das haben sie halt jetzt im Prinzip geändert. Und zwar haben sie halt jetzt geändert, dass halt sowas wie die MGs jetzt auch besser zu spielen, also nicht besser zu spielen sind, aber dass halt, ja, wie soll man sagen, dass sie halt aneinander näher rangerückt wurden. Und zwar wurden halt jetzt die Waffen, also im Prinzip die Range einmal verändert. Und zwar wurden die Kugeln von, also die Kugelanzahl wurde gleichbehalten bei 10 Metern. Ich glaube, da brauchte man jetzt nur 2 Kugeln ungefähr so mehr. Also nicht mal eigentlich. Eigentlich wurde es gleich gelassen bei 10 Metern. Dann wurde es auf jeden Fall bei 75 Metern wurde es auf jeden Fall um einen Schuss erhöht und wahrscheinlich auch um ein paar mehr. Also 2 zusätzliche Kugeln bekommt man auch für diese 75 Meter dazu. Das heißt, ihr habt ein größeres Magazin um 2 Kugeln. Dann haben sie noch zusätzliche Änderungen am Rückstoß vorgenommen als Balance dazu. Wohlgemerkt auch, dass mit dem Schaden mit den Kugeln, das ist, ja, das ist nicht festzunehmen, richtig anzunehmen, weil man muss sich da hier mit jeder Waffe dann wirklich einspielen nach diesem Update. Das ist einfach nur grob gesagt, yo, für 75 Meter braucht er definitiv mehr Kugeln, viel mehr Kugeln als vorher. Deswegen auch so 2 zusätzliche Kugeln. Also im Prinzip, für 75 Meter braucht er 2 Kugeln oder so und Pi mal Daumen jetzt gesagt, ja, also das meinen die damit halt nur. So als Beispiel auch. Ja, dann auf jeden Fall zu den
Änderung des Rückstoßes. Und zwar wurden, hier steht einfach nur grob geschrieben, zusätzlich zu diesen Änderungen reduzieren wir den Rückstoß von derzeit 0,67 in 5,0 um. Ich glaube, die haben das eher hier verdreht. Ich weiß auch nicht, ob es falsch übersetzt wurde, aber eigentlich ist es eher 5,0 auf 0,67 oder so. Keine Ahnung. Ja, ist eher so Rückstoß erhöht, ne? Lass mal so stehen. Auf jeden Fall von 0,67 in die beiden Rückstoßzahlen haben sie auf runtergesetzt auf 0,5025 und in 5,2. Also im Prinzip den letzten haben sie höher gesetzt um 2 und den vorderen haben sie ja runtergenommen um 1. Aber ja, die haben sie um, glaube ich, bei 0,5 oder so runtergenommen bei manchen. Also ja, das ist von jeder Waffe auch anders, wie gesagt. Das ist halt nur grob zusammengefasst. Ja, auf jeden Fall, ja. Wir haben einen Haufen Änderungen bei den Waffen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mein Statement dazu ist: Einspielen, neuer Leben, neuer Kunden. Ist natürlich für alle scheiße. Ich finde es persönlich auch scheiße und das sage ich jetzt ganz klar heraus. Es ist einfach nicht mehr fair, einfach nicht mehr normal spielbar. Ja, also EA wirklich will das, was jetzt ich wirklich gesagt habe, wie es aus meiner Sicht ist, die wollen einfach nur, dass wir Spieler, die mittelmäßig sind, die schlecht sind, die wollen die einfach pushen durch so ein Update, die wollen die einfach mega in die Höhe so bringen, also wirklich richtig, yo, jetzt könnt ihr mit den richtigen reinsackern, die einfach nur zack, 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 Alter, 80 Kills auf, das jetzt mal auf jedem Server erreichen oder so. Dass jeder normale, wie in Battlefront zum Beispiel jetzt, also als Beispiel, jeder kennt Battlefront 2, da hat er auf jeden Fall durch sowas mit den zum Beispiel Helden Kampfpunkte runternehmen, das haben die auch da versucht. Ja, finde ich immer noch ein bisschen doof bei Battlefront, aber auf jeden Fall zu Battlefield 5, die wollen halt wirklich da erreichen, nur dass halt auch schlechtere Spieler bei einer 50er Killstreak landen, also nicht nur immer bei 20, 10 oder 5 Kills. Nein, die sollen jetzt auch mal da oben mit den 50 Kills rumlatschen, ne? Also das wollen die damit erreichen. Ja, ich sag dazu nur, ich gebe meinen Senf dazu. Ihr könnt es so sehen auch oder nicht so sehen. Ich sage, wer 5 Kills pro Server macht, der hat kein Skill dazu. Das ist jetzt böse, aber ja, ich meine es halt nur so. Aber jetzt im Grunde komplett so gesagt, ich meine halt nur, ja, also wenn Leute da immer noch nichts mit dem Update schaffen, dann haben sie keinen Skill oder sonst was. Wenn sie es jetzt momentan schon nicht schaffen, dann haben sie auch keinen Skill. Also es liegt am Ende auch an einem selber, wie man klarkommt mit dem Spiel. Deswegen kann man nur sagen, versuch's nicht. Deswegen, Leute, ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und natürlich sehen wir uns wieder in einem Battlefield 5 Stream am Freitag. Beziehungsweise einem, ja, Stream von irgendeinem Spiel, was auch noch irgendwie geht. Auf jeden Fall, Leute, ich wünsche euch wirklich viel Spaß. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis dahin, haut rein, Leute. Gönnt euch auf jeden Fall das Battlefront, das Star Wars, der Star Wars Trailer. Ja, ich wollte schon Battlefront sagen, ey, das muss in Battlefront rein. Der komplette Trailer muss einfach 1:1 in Battlefront übernommen werden. Battlefront 2. Sehe ich doch, ich sehe es so, ihr seht so, EA mach's. So, einfach so. Yo, die Community sagt, mach mal. Die übernimmt alles, was in diesem Trailer drin ist. Also eine Map, nee, zwei Maps. Ja. 3 Skins, 3-8 Skins, ein Fahrzeug, haben wir doch. Fertig. So, geh doch. Auf jeden Fall, Leute, haut da rein. Ich bin jetzt raus. Ciao. Und sorry, dass kein Gameplay im Hintergrund war. Ich habe einfach halt jetzt so schnell mal aufgenommen. Ja. Deswegen, und ja, ich brauche eigentlich eher ein Erzählvideo.